Und das ist Nick Irons mit einem starken Vorhand-Return in der ausverkauften Arena von Wembley. Irons, bekannt für seine druckvollen Grundlinienschläge und seine Schnelligkeit, war auf jedem Belag ein Champion. 10 Stunden für 300. Das ist wirklich ein Schnäppchen, man. Nicky Irons ist eine lebende Legende. Er konnte mit Connors mithalten, McEnroe, mit allen. Exzellenter Tennisspieler mit einer grandiosen Vorhand. Das bewies er eindrucksvoll 1968. Und, haben Sie die 300? Als er den vermeintlich unbesiegbaren Björn Borg in 3 äußerst spannenden Sätzen schlug. An diesem Tag war Nick Irons unschlagbar. Er war für Björn Borg einfach eine Nummer zu groß. Du bist ein echter Glückspilz. Du wirst von einer Legende lernen, wie man Tennis spielt. Ist ja witzig. Was? Dieser Tennisspieler sieht genauso aus wie der Kerl da draußen, der vorhin auf sein Auto gekotzt hat. Okay, Arnold, los geht's. Sein Name ist Albert. Dann eben Albert. Du weißt Bescheid, Albert. Noch 3 Bälle. Fertig, ausholen und durchziehen. Gut. Ausholen und durchziehen. Gut. Was ist daran gut? Er trifft nicht einen Ball. Das ist unwichtig. Die Körperhaltung zählt. Okay, Albert. Der letzte Ball. Mit dem Schläger zurück und durchziehen. Der Junge ist Naturtalent. Nach den beiden ersten Sätzen ist noch alles offen. Keiner der Spieler konnte bis jetzt... Das ist nur eine Vermutung, Nick, aber wie es aussieht, hast du gestern Abend ein paar Tequilas gekippt. Ja, sogar mehr als ein paar. Ich bin spät dran. Für heute ist keiner mehr angemeldet. Wäre schön, wenn du trotzdem hier bleiben könntest. Kein Problem. Ach übrigens, ich habe gehört, dass du hier letzte Woche ein paar Mal gepinnt hast. Kommt das nochmal vor, kannst du deine Sachen packen. Bist du wieder auf Koffeinentzug? Hast du deshalb so schlechte Laune? Nick, denk dran, den Platz klar zu machen. Hier ist 4-2-6. Wie ist die Quote beim Spiel Bulls gegen Blazers? Ich setze 5 Riesen auf die Blazers. Sieg in dreistelliger Höhe. Außerdem setze ich 2 auf Tabellenführung. Danke. Danke Ihnen vielmals. Und hier nun das offizielle Resultat des 7. Rennens. Sieger ist die Nummer 4, Dennis Best mit einer Quote von 8-6 auf Sieg, 4-8 auf Platz 2. Hey, hey, was soll denn das? Hey! Hab ich mir gedacht. Ein 67er, kein 68er. Hey Mel, wie geht's? Ein bisschen verkommen, der Wagen. Hab auch mal so einen Schlitten gehabt. Hat meine Frau gekriegt. Und unseren Sohn dazu. Ach ja, Nick, hör mal. Da drüben ist Gil. Er würde gern mal mit dir reden. Was? Wie meinst du das? Ist doch nicht dein Ernst. Ich bin beeindruckt. Gehörte der nicht mal Don Johnson? Okay, sag ihm, wir nehmen alles an, was er auf die verdammten Pferde setzt. Falls er Basketball bevorzugt, gehen wir rauf, sagen wir 50 Riesen pro Wette. Einverstanden? Okay, sag mir Bescheid. Tja, du setzt also immer noch auf Pferde, ja? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Oder hast du vergessen, dass du mir noch 26.000 Piepen schuldest? Vergessen? Nein, ich doch nicht. Ich wollte gerade zum Geldautomaten. Ach, bist du verrückt geworden? Du scheinst verrückt geworden zu sein. Ich lass mich nicht gern verarschen. Du bist ein großes Arschloch mit einem noch größeren Problem. Stimmt, stimmt. Du kriegst das Geld. Glaub mir, nächste Woche. Ich verspreche es dir. Verschon mich damit. Ich will das nicht hören. Heute ist aber vielleicht ein Glückstag. Komm, ich will mit dir reden. Ich glaube, mir ist da eine Lösung für dein Problem eingefallen. Ich möchte, dass du dich um jemanden kümmerst. Moment mal, Gil. Ich stehe nicht auf Waffen. Such dir für sowas jemand anders. Was machst du da für einen Scheiß? Ich rede hier von einem Trainerjob. Du meinst Tennis? Nein, Football, du Penner. Natürlich meine ich Tennis.
Es geht um meinen Sohn Joel. Er ist 17 und will Profispieler werden. Du kennst mich ja. Ich habe von diesem Sport nie viel gehalten. Männer in knappen weißen Shorts. Ist da nicht normal? Außerdem kann man nicht richtig drauf wetten. Wie dem auch sei. Diesen Sommer spielt Joel bei der Satellitentournee. Du weißt schon, dieser Provinzgeschichte. Ja, und? Und sein Trainer hat gekündigt. Und ich will, dass du seinen Job übernimmst. Wenn du das machst, sind wir quitt. So eine Tour ist nichts für mich. Was soll das heißen? Er ist noch ein Kind, ist doch bloß für diesen Sommer. Du sollst nur auf ihn aufpassen. Such dir einen anderen. Sekunde. Doch was soll denn das? Spinnst du? Wenn hier einer spinnt, dann höchstens du. Ich biete dir eine verdammte Chance, wie du aus deinem Schlamassel rauskommst. Außerdem bist du für diesen Job der richtige Mann. Ach ja, bin ich? Inwiefern? Du bist der größte Versager in Miami und deshalb bist du ideal dafür. Der Junge glaubt, dass er es im Tennis schaffen kann. Er will mitmischen da oben. Viel Glück. Genau, die Chancen stehen 1 Million zu 1. Und außerdem, seine Stärke ist weiß Gott nicht Sport. Er versteht was von Zahlen. Damit kann er umgehen. Glaub mir, ab September soll er dann mit mir zusammenarbeiten. Deine Aufgabe wird es bis dahin sein, ihn zu entmutigen, ihm diese dämliche Idee auszutreiben, verstehst du? Hör zu, Gil. Ich mache alles, was du verlangst. Wenn ich den Kurier für dich machen soll, okay. Ich gehe aber nicht in den Tenniszirkus zurück. Du wirst diesen Job annehmen, du Arschloch. Okay. Bravo, Junge. Du fängst morgen an. Hier hast du einen Spesenvorschuss. Ganz cool. Bleib einfach nur du selbst. Du könntest jedem den Mut nehmen. Ich melde mich bei dir. Auch wenn die anderen wow, nicht zu sehen. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Vater hat mir viel von Ihnen erzählt. Ach, wirklich? Was ist das für ein Gequatsche? Oh, das sind Entspannungskassetten, die ich mir anhöre manchmal. Damit ist Schluss, hast du verstanden? Knoblauchpillen. In deinem Zimmer stinkt's wie in einem Krankenhaus. Der Wetterkanal? Ist nur ein Hobby. Ach ja. Bevor du mir jetzt deine Briefmarkensammlung zeigst, schnapp dir deine Sachen. Weißt du, an welchem Ende man einen Tennisschläger anfasst? Was soll denn der Scheiß? So was Blödes. Entschuldigung, der ist einfach aufgegangen. Mach ihn wieder zu, du stichst mir noch die Augen aus. Und überhaupt, was willst du damit? Ein starkes Tief soll hier vorbeiziehen. Ich will nur vorbereitet sein. Vorbereitet? Machst wohl Witze. Das ist die Satellitentour. Da bereitet man sich nicht vor. Es wird den ganzen Sommer schweineheiß sein. Das Preisgeld ist kacke. Und 100 Wichser würden dich für eine bessere Platzierung sofort abknallen. Also erzähl mir bloß nichts von wegen vorbereitet. Du bist doch bestimmt noch nicht mal in der Lage, ein Dutzend alter Säcke aus dem Country Club zu schlagen. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Willkommen in Orlando, dem ersten Austragungsort der Satellitentour. Ich bitte alle Teilnehmer, sich vor Beginn der Wettkämpfe in die ausliegenden Listen einzutragen. Das darf wahr sein. Anschließend bekommen Sie Ihre Nick Irons? Dale Farley. Der berühmte Schiedsrichter, der nicht weiß, was seine Grundlinie ist. Ist ziemlich lange her. Hätte niemals gedacht, Sie je wiederzusehen. Was machen Sie hier? Sagen Sie bloß nicht, dass Sie ein Comeback versuchen wollen. Nein, nein. Ich bin als Coach hier. Das ist mein neuer Schüler Joel Robbins. Sag guten Tag. Freut mich, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits, Sir. Darf ich vorstellen, Dolores Smith. Sie hat gerade bei uns angefangen. Dolores? Ein wunderschöner Name. Meine Mutter hieß auch Dolores. Oh, wirklich? Gut, danke. Sag ihm, dass ich ihn anrufe. Dolores, ich habe vergessen, Ihnen das hier zu geben. Tja, so ist das, Jennifer. Früher oder später müssen Sie ihm die Wahrheit sagen. Nick, Joel, das ist unsere neue Turnierleiterin, Jennifer Hudson. Siehst toll aus. Und du siehst scheiße aus. Jetlag, komm gerade aus Monaco. Aha, wie mir scheint, kennen Sie sich schon. Du bist hier die Chefin? Hattest du nicht die Nase voll von diesen Turnieren? Davon hatte ich nicht die Nase voll. Bist du hier, um Tennis zu spielen?
Oder hast du dich nur auf dem Weg zur Rennstrecke verfahren? Entschuldigung, Jennifer? Drinnen ist ein Anruf für Sie. Danke, Tommy. Ich muss wieder los. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück. Nick, ich sehe dich sicher hier noch rumlungern. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Immer charmant. Wäre es vielleicht möglich, einen Platz zum Üben zu bekommen? Ich sehe nach. Das wäre nur Zeitverschwendung, Dolores. Tut mir leid. Im Moment sind alle Plätze belegt. Versuchen Sie später nochmal. Ich merke schon, nichts hat sich geändert. Danke trotzdem. Danke. War das eine alte Freundin von Ihnen, Mr. Irons? Mein Name ist Nick. Und lauf mir nicht ständig vor die Füße, das nervt. Verzeihung. Oh nein, da ist Brock. Wer zum Henker ist Brock? Brock Haney. Ich kenne ihn, seit ich 12 bin. Er ist der beste Spieler, dem ich je begegnet bin. Er ist in allem der Beste. Ja? Er hat dich geschlagen. Wie hoch? Ich sag's mal so. Er ist im Futures-Team und ich nicht. Kannst wohl nicht mehr! Ja. Für dich reicht's noch, Baby! Glaub mir! Oh Gott, jetzt hat er mich gesehen. Na und? Mach auf freundlich. Wink ihm zu. Hi, Brock! Alles läuft schief. Ich hätte nicht kommen sollen. Wir kriegen nicht mal einen Übungsplatz. Sei still, wir kriegen schon einen. Du solltest zufrieden sein mit deinem Los. Ich meine, Olmedo in der ersten Runde, das ist doch super. Was reden Sie da? Wenn du den besiegst, wird's schwerer für dich. Dann triffst du vielleicht auf Tilden und der ist gar nicht so schlecht. Der spielt wirklich gut. Dann treffe ich auf Tilden? In der zweiten Runde? Das ist ein schweres Los. Ich meine, das ist ein absolut schweres Los. Übertreib's nicht. Hey, habt ihr gehört? Ich glaube, die Paarungen stehen fest. Sehen wir mal nach. Was mit Leute? Die Paarungen sind raus. Na los. Ja, bin ich ja mal gespannt. Sagt uns keiner Bescheid. Komm mit jetzt. Willst du nicht wissen, gegen wen du spielen musst? Natürlich will ich das wissen. Lass doch dein Kram einfach hier liegen. Komm jetzt. Ich denke, die Paarungen stehen schon fest. Werd lockerer, Joel. Sieht aus, als ob du eine Verstopfung hast. Hör auf zu pfeifen. Okay, wir spielen jetzt mal nach Punkten. Ich schlage auf. Es geht los. Was machst du da? Was? Die Sache mit deinen Shorts. Was meinen Sie? Du ziehst sie immer wieder hoch. Nein, mache ich nicht. Doch, das hast du gemacht. Jetzt gerade, als du einen Fehler gemacht hast. Ist doch merkwürdig. Ehrlich, das tue ich nie. Außerdem, wieso sehen Sie auf meine Shorts? Das ist merkwürdig. Warte Sekunde. Ich will mal eins klarstellen. Ich bin der Coach und du hast... Vergiss es. Vergiss es. Wir spielen weiter, okay? Hey, siehst du's? Jetzt tust du's wieder. Wieder? Jetzt habe ich's bestimmt nicht gemacht. Ganz sicher, ehrlich. Und wieso ist die Hose dann so weit oben, Einstein? Okay, das reicht für heute. Was? Schon? Ich brauche meine Trainingseinheit. Du brauchst einen Psychologen. Pack ein. Die Spieler, die keinen Platz zugewiesen bekommen haben, werden gebeten, das Spielfeld umgehend zu verlassen. Hast dich ja überhaupt nicht verändert, Loser. Ist ja wirklich traurig. Oh nein, Cowens. Kann es sein, dass es anfängt zu regnen? Na los, keine Müdigkeit vor Schützen. Auf geht's, meine Herren. Wen haben wir denn da? Das erklärt alles. Hätte ich mir denken können, dass Sie dahinter stecken. Kennen wir uns? Mein Name ist Bill Cowens. Ich trainiere das Futures-Team und... Ja, ich verstehe. Hören Sie, ich habe nur meinem Schüler geholfen. Ich weiß, ich habe es mitgekriegt und es passt mir nicht klar. Ich weiß, wer Sie sind. Ich war bei ProStar damals, als Sie gesperrt wurden. Ich saß in dem zuständigen Ausschuss. Interessant. Macht sich gut im Lebenslauf.
Wirklich, sehr witzig, sehr witzig. Sie sind ein witziger Typ. Lassen Sie den Scheiß. Was wollen Sie? Nur ein klein bisschen Respekt. Und selbst ein Scherzkeks wie Sie sollte wissen, was das ist. Hey, Coach! Sollen wir 2-1 spielen? Ja, erst mal 2-1. Danach Sätze. Übrigens, verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit Robbins. Der hat nichts drauf. Der hat nur eine Macke, wenn Sie mich fragen. Aber was soll's. Das merken Sie schon selbst. Okay, also, Brock und Jay, ihr geht auf die Seite. Jimmy, du spielst als Erster gegen die beiden. Anschließend wird gewechselt. Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Guten Abend. Ich begrüße Sie zu den Orlando Sunbank Tennis Classics. Ich hoffe, Sie amüsieren sich alle prächtig. Und die Spieler bekommen genug zu essen. Aber ich muss mir wohl keine Sorgen machen, wenn ich das Futures-Team hier vor uns so sehe. Ach, und wo wir schon mal dabei sind. Bill, würden Sie bitte mal aufstehen? Wie wär's mit einem Applaus für Bill Cowens, der nicht bloß der hervorragende Trainer des Futures-Teams ist, sondern auch der Mann, der diese Tour überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Ich ruf dich zurück. Bye-bye. Zieh eine. Steck sie wieder rein. Nein. Diesen Trick habe ich noch nie gekonnt. Habe ich lange nicht mehr gehört, dieses Kartengeräusch. Vermisst du's? Nein. Komm schon, gib es zu. Da ist noch etwas da. Dein Gesichtsausdruck hat dich verraten. Sodbrennen. Und jetzt entschuldige mich, Nick. Okay, na schön. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich weiß. Oh. Ein paar Fehler? Du warst eine Ein-Mann-Abriss-Truppe. Du hast dir deine Karriere versaut und unsere Beziehung kaputt gemacht. Du hast mich verlassen. Wer hätte das nicht zwischen der Sauferei, deiner Spielsucht und deinem ständigen Fremdgehen? Ja, doch, ich weiß, ich habe Mist gebaut. Ich war noch jung. Ich auch nicht. Ganz genau. Darum sind wir uns das schuldig, dass wir uns jetzt wie zwei Erwachsene hinsetzen und über alles reden. Nur wir beide. Wir gehen in eine hübsche kleine Bar, trinken eine Flasche Chianti. Du hast doch ein Spesenkonto, oder? Du bist unmöglich. Ich sehe dich 10 Jahre lang nicht. Und eines Tages tauchst du auf, so ganz aus dem Nichts, und versuchst dich wieder in mein Leben zu schleichen, als wäre nichts passiert. Und das alles bloß, weil du nicht allein sein kannst. Vielleicht mag es dich ein wenig schockieren, aber dieses Mal werde ich nicht zu deinem Gefolge gehören. Dieses Mal bin ich hier, weil es um mich geht. Ich hab dich beobachtet, Joel, und du scheinst ein patenter Junge zu sein. Bei so einer längeren Tour, da fühlt man sich schnell einsam. Ich war auch mal 17, ich kenne das. Wenn du mal einen Freund brauchst, ich bin für dich da. Es soll Frauen geben, die Sex nur als ihre Pflicht ansehen. Die keinen Spaß daran haben. Sie aber haben den. Für mich ist Sex sowas wie ein Geschenk Gottes. Ein Wunder der Schöpfung. Genau wie trinken und genießen. Und diesen Glauben praktizieren Sie bestimmt auch. Leidenschaftlich. Halleluja! 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 Hi, sexy. Hi, Dolores. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es wird Zeit für ein gemischtes Doppel. Oh, heißt das? Oh ja. Ja, nicht schlecht, was ich da sehe. Und das ist erst der Anfang. Wird dir schon heiß? Hey, mir ist schon. Dann sag es. Sag es. Ich bin schon fast verbrannt.
Oh, nein, ja. Nein! Nein? Wie steht es denn? 6-1 für die Cubs, das Spiel ist gelaufen. Oh nein, ist es nicht. Okay, Leute. Sind alle Teilnehmer bereit für die erste Runde? Ja! Yeah. Okay, die finden in der Bremer High School statt. Dort drüben steht euer Bus. Wer meckert da? Und bitte vergesst nicht, die besten 16 Spieler dieses Sommers qualifizieren sich für die Champions in St. Petersburg. Na los, Bewegung, meine Herren, Bewegung! Was soll denn das sein? Das kann doch nicht wahr sein. Sollen wir spielen? Oh, ich glaube, ich träume. Ich spiele hier nicht. Die Plätze an. Auf den Plätzen ist doch schon eine Million Jahre nicht mehr gespielt worden. Das ist wohl ein schlechter Witz. Nick, erwarten die etwa, dass wir auf sowas spielen? Komm, hör auf zu jammern. Geh und spiel einfach. Wie macht sich dein Schützling? Wenn er sich nicht selbst kastriert, gewinnt er vielleicht. Leeres Spiel, danke. Ich habe gerade gewonnen. Nur so nebenbei. Und? Was sagen Sie? Dass du noch 2 Spiele gewinnen musst. Nur um nominiert zu werden. Und wenn du das schaffst, dann streng dich lieber richtig an. Sonst musst du dich nächste Woche wieder qualifizieren. Angenommen, du hast Glück und gewinnst. Ein paar von den Spielen. Was gibt's da zu grinsen? Dann kommen neue Spiele. Und das Woche für Woche. Tun wir mal so, als wärst du sowas wie ein wenig talentiert. Und du gewinnst ein paar Turniere und bist unter den Top 16 der Satellitentour. Toll, was? Blödsinn. Das bedeutet gar nichts. Vergiss es. Willst du richtig absahen? Damit eine Menge Geld verdienen? Das tun die Top 100 der Welt. Das ist Wimbledon. Das sind die US Open. Wenn die Frauen anfangen, deinen Namen zu flüstern. Und was bist du jetzt? Ein Stück Scheiße mit einem Aufschlag, der gerade mal reicht, um ein Qualifikationsspiel in der Provinzliga zu gewinnen. Mach dich klar fürs nächste Spiel. Nicht alle Großen waren Kämpfer. Ein wirklicher Kämpfer muss Klasse haben. Format. Wie Borg zum Beispiel. Der war ein Kämpfer. Kiriak? Naja, der war auch ein Kämpfer. Und was ist mit Agassi? Ja. Agassi, das war ein echter Kämpfer. Becker, der sowieso. Hey, und Robbins, ist der etwa auch ein Kämpfer? Robbins? Wer interessiert sich denn für Robbins? Tennis. Let's watch him play tennis. Let's see him play. Turn your head right. Turn your head left. Tennis. The happy game tennis. Kein Problem. Exciting game, come everyone. Join in the fun. The ring of the racket as it hits the ball. The sound of the ball as it hits the court. Watching the players, the crowd in the stands. We love this game best of all. Tennis. Greatest game tennis. We're glad for this racket and ball game for us all. It's tennis. Tennis. Let's watch him play tennis. Let's see him play. Turn your head.
deuce, advantage out. Oops, number four. There goes the game. Beeilung, Beeilung. The greatest game tennis. We're glad for this racket and ball game for us all. It's tennis. Los, Joel. Hop, hop, hop. Sie hätten mich nicht hetzen sollen. Ich war besser als der, bis Sie mich gehetzt haben. Ja, klar, was denn sonst? Wir haben nur noch 10 Minuten bis zum Start. Im zweiten Rennen läuft ein Pferd, das noch nie verloren hat. Warum sind Sie hier? Sie sind keine Hilfe für mich. Ich bin hier, weil mich dein Vater bezahlt. Das ist doch Schwachsinn. Ich finde, Sie stehlen ihm sein Geld. Ich stehle ihm sein Geld? Das habe ich gar nicht nötig. Siehst du das? Sieger. ATP Championship, massives Gold. Eingeschmolzen ist die 10 Riesen wert. Und? Ich muss nicht das Geld von Fremden stehlen. Ich habe Geld. Ja, was Sie dann beim Pferderennen verpulvern. Gut beobachtet, stimmt aber nicht ganz. Das ist meine eiserne Reserve. Das verpulver ich nicht. Eines Tages kaufe ich mir davon ein Häuschen in Panama. Dann sitze ich nur noch in der Sonne. Und abends trinke ich Tequila. Das wird mich dahin bringen. Ach ja, warum fahren Sie nicht gleich? Ohne Sie wäre ich besser dran. Quatsch nicht, ohne mich wärst du überhaupt nichts. Ist doch Blödsinn. Sie sind alles Mögliche. Nur kein Coach. Sei still. Dieses Gerede von wegen Top 100. Sie waren mal oben, haben aber alles vermasselt. Sie haben alles wieder verschissen. Sie sind ein Nichts. Absolut nicht besser als ich. Los, steig aus. Wieso? Was ist los? Aussteigen, habe ich gesagt. Und nimm deinen Schläger mit. Okay, ein Satz. Du schlägst auf. Das wird doch nicht so, wie Sie angezogen sind. Schlag auf! Dieser Idiot hält sich für einen Tennisspieler. Dieser Volltrottel. Warte mal kurz. Eine Frage. Wenn du aufschlägst, atmest du da ein oder aus? Ein- oder ausatmen? Was meint er damit? Fehler! Entspann dich. Nicht denken. Nicht denken. Doppelfehler. 0,15. 0,30. Das ist unfair! Sie wollen mich fertig machen! Das Leben ist unfair! Schlag auf! 0,40. 0,40. Was machen Sie da? Ich warte auf deinen fantastischen Aufschlag, mein Freund. Los, mach schon! Aus! Doppelfehler, Spiel! Scheiße! Gib mir den Ball, ich bin dran. Jetzt zeige ich dir mal, wie ein Aufschlag auszusehen hat. ...15-0. Das können Sie nicht machen. Siehst du doch. Ball her. Scheiße, da ist Brock. 30-0. Wollen Sie den Punkt etwa zählen? Na sicher. Dass du ein Vollidiot bist, dafür kann ich nichts. Los, weiter. Okay, nur zu. Ihr Aufschlag. We'll be right back.
Satz, du Penner! Ich hab gewonnen! Zweifle nie, nie wieder an meinen außergewöhnlichen Fähigkeiten, was den Tennissport angeht. No! Hör mal, länger halte ich das nicht mehr aus. Kannst du da nicht irgendwas machen? Ich glaube, allein wäre ich besser dran. Ich verstehe dich zu gut und das tut mir auch leid. Aber ich habe den Typ schon bezahlt. Ich meine, im Voraus. Mir sind im Moment die Hände gebunden, verstehst du? Vertrau mir, mein Sohn. Ich besorge dir so schnell wie möglich einen neuen Trainer. Okay? Sei bitte ein braver Junge und beiß die Zähne zusammen. Ich melde mich dann bei dir. Hey, Irons! Schon gehört? Joel spielt morgen gegen einen von meinen Jungs. Sie nehmen die Sache wohl wirklich ernst, was? Das ist mein Job. Ich bin nämlich Trainer. Ich meine, vielleicht kann mal einer von all diesen Jungs von diesem Sport leben. Und ich versuche dafür zu sorgen, dass es einer von meinen ist. Hier kommen die Tränen. Sauer. Verbittert. Natürlich darüber, dass sie nur so ganz kurz oben mitmischen durften. Trinken Sie weiter Ihr Bier. Was ist los mit dir? Ich glaub's einfach nicht. Von 64 Spielern krieg ich Brock. Nick, ich spiele morgen gegen Brock. Dann packen wir eben. Time, Gentlemen. Mr. Robbins hat die Wahl gewonnen und sich für den Return entschieden. Sind die Spieler bereit? Fangen Sie an. Okay, das ist meine Chance, Brock zu schlagen. So gut ist er gar nicht. Ruhig bleiben, tief durchatmen, schnell denken. Schnell denken. 15-0. Scheiße, was war das denn? Er hat nur Glück gehabt. Okay, ich bin soweit. Wahrscheinlich spielt er jetzt auf die Rückhand. Natürlich auf die Rückhand. Schnell denken, schnell denken. Er hat auf die Vorhand gespielt. 30-0. Ich brauche einen Drink. Wohin geht er? 40-0. Bist raus, was? Dann dürfte die Kohle mir gehören. Du bist zum Kotzen. Joel wird da draußen niedergemacht und dich interessiert nur deine Zockerei. Ich hab nur schnell ein Bier getrunken. Ist das ein Verbrechen? Ich glaube, er kommt auch ohne mich ganz gut klar. Ich bin doch nicht seine Amme. Es ist traurig. Du warst mal jemand, der für andere Verantwortung übernommen hat, sich gesorgt hat. Aber jetzt sieh dich an. So eine Verschwendung. Spiel Haney. Haney führt 3-1 im zweiten Satz. Joel, bleib dran, lass nicht nach. Alles okay? Hey, komm, ich helfe dir hoch. Lassen Sie mich in Ruhe. Er braucht eine Verletzungspause. Gibt's hier einen Betreuer? Ich brauche niemanden. Vor allem Sie nicht. Läuft die Uhr? Ist das Spiel jetzt zu Ende? Das wird anschwellen. Du solltest vielleicht aufhören. Aufhören? Ich höre doch jetzt nicht auf. Ich kann noch gewinnen. So ein Quatsch. Das Spiel kannst du nicht mehr gewinnen. Woher wissen Sie denn, was ich kann? Joel, die Zeit ist gleich abgelaufen. Spielst du weiter oder nicht? Ich spiele weiter. Na los, verschwinden Sie. Hören Sie schlecht? Sie sollen verschwinden. Das Spiel geht weiter. Es steht 0-30. Haney führt 3-1 im zweiten Satz. Fehler.
Doppelfehler, 040. Spiel Mr. Haney. Haney führt 4-1. Spiel Mr. Haney. Haney führt 5-1. Satz und Sieg für Mr. Haney. 6-1, 6-1. Danke, Gentlemen. Zu langsam heute. Deine Arme waren wie aus Blei. Du musst schneller werden. Deine Beinarbeit taugt nichts. Hören Sie auf, das tut weh. Sehr gut. Du bist wütend. Das sehe ich gern. Ist ein gutes Gefühl für Tennis. Sind Sie verrückt? Verrückt genug, um davon auszugehen, dass du Talent hast, das du ausbauen solltest. Plötzlich habe ich Talent, ja? Ein bisschen. Aber du hast mehr als das. Und darum will ich dir helfen. Blödsinn. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Wenn du diese Arschlöcher schlagen willst, wirst du sie brauchen. Weil bloß ich weiß, wie das geht. Wieso? Wieso jetzt? Verdammt nochmal, soll ich dir jetzt helfen oder nicht? Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, ein Tennis-Champion zu werden. Connors war das Energiebündel, Borg war der Eisberg, McEnroe das verrückte Genie. Sie waren alle verschieden, aber eins hatten sie gemeinsam. Sie wussten alle, wie man den Gegner einschüchtert. Haben Sie das auch gekonnt? Bilde ich mir zumindest ein. Weißt du, ich habe getrickst. Wie ein Straßenjunge. Ich habe die Regeln zu meinem Vorteil ausgelegt. Tennis ist ein mentales Spiel. Mehr als jedes andere. Zuerst muss man lernen, wie man seinen Gegner mental fertig machen kann. Erst dann hat man eine Chance zu gewinnen. Wir haben noch 10 Wochen Zeit. 10 Wochen bis zu den Champions in St. Petersburg. Champions? Wow. Da wäre ich gern dabei. Wer spricht hier vom Dabeisein? Du wirst dieses scheiß Turnier gewinnen. Sehr gut. Konzentrier dich. Bleib stehen. Achtung, Joe. Schlag zu. Ja, ja. Nicht ganz. Das war schon etwas besser. Hey, lass das. Ach, von mir aus. Wenn du erst mal gewinnst, wird das aufhören. Auf den Besen, na los. Langsamer werden, gib dir Mühe. Und zurück. Das nennt man Indian Poker. Wer die höhere Karte hat, gewinnt. Du zuerst. Ich steig ein mit $10. Deine 10 und 40. Ich passe. Woher wussten Sie, dass ich... Ich hab geblufft. Deine Augen haben dich verraten. Du hattest Angst. Beim Tennis gewinnt man vor allem durch Bluffen. Man muss seinem Gegenspieler in die Augen sehen und dann sagen, du bist eine Niete. Spiel Mr. Dobson. Er führt mit 6-3 und 4-1. Okay, schau ihm in die Augen. Schau ihm in die Augen. Hey, Dobson! Du bist eine Niete. Beleidigung des Gegners, Mr. Robbins. Verwarnung. Ist das Ihr Ernst, nur weil ich du bist eine Niete gesagt habe? Sie sind disqualifiziert. Spiel, Satz und Sieg, Mr. Dobson. Oh, verdammt, du solltest es nicht aussprechen, nur denken.
musst zu mir schauen und auf meine Zeichen achten, bis du auf dem Platz selber denken kannst. Der Trainer darf keine Zeichen geben. Das ist verboten. Kommt drauf an, wie man's macht. Sei nicht so naiv. Das machen alle. Es ist ganz einfach. Kratze ich mich am Kopf, gehst du ans Netz. Am Bauch bleibst du hinten. An der rechten Schulter spielst du auf seine Vorhand. An der linken Schulter spielst du auf seine Rückhand. So einfach ist das. Okay. Die sehr guten Spieler unterscheiden sich von den guten durch ihr Gefühl. In den Händen. Das ist wichtig bei Volleys. Fang auf. Au! Gefühl, Joel, wir trainieren Gefühl. Na? Hey, was soll denn? Lass mich raten. Breakfast of Champions? Ich glaube, es wird Zeit, dass du den Psychotrick lernst. Sagen wir mal, es steht 4-4 im dritten Satz. Dein Gegner schlägt auf, okay? Du hast einen Breakback. Er ist nervös. Willst du ein Spielchen mit ihm machen? Ihn verunsichern? Dann machst du Folgendes. Du gehst ganz weit nach außen und bewegst deinen Körper vor und zurück. Und wofür soll das gut sein? Das zwingt ihn zum Nachdenken. Das ist tödlich für einen Spieler. Er macht einen Doppelfehler. Garantiert. Das ist furchtbar. Der Kerl hat einen Matchball. Ich wette, der nimmt Anabolika. Mist. Was soll ich nur machen? Oh nein, der schon wieder. Brock! Die müssen natürlich ausgerechnet hier stehen bleiben. Hey, na klar, der Psychotrick klappt garantiert. Das wird ihn umhauen. Er denkt nach, er verkrampft und macht dann einen Doppelfehler. Jetzt dreht er völlig durch. Ja! Spiel, Satz und Sieg, Oxburn. 6-2, 4-6, 6-1. Komm, wir haben Wichtigeres zu tun. Joel, ganz ruhig. Gut, Punkt 1. Mir hat gefallen, wie du in den ersten beiden Sätzen dran geblieben bist. Punkt 2. Ich fand's gut, wie du dem Schiedsrichter die Stirn geboten hast. Und Punkt 3. Du bist ein Idiot. Was? Der Psychotrick. Das war schlechtes Timing. Damit kommst du, wenn er unter Druck steht. Jemand, der bei 5-1 aufschlägt, verspürt keinen Druck. Ich hab noch was zu tun. Geh duschen. Du hast dich wohl verlaufen. Die Bar ist um die Ecke. Ich möchte Joels Preisgeld abholen. Warte hier. Was war das eben? Nichts, Coach. Tut mir leid, hab's nicht so gemeint. Aha. Na, pack deine Sachen. Was? Hast mich schon verstanden. Du bist draußen. Und jetzt verschwinde. Er lässt nur die Stärksten überleben. Wenigstens respektieren sie ihn. Ach ja? Oder wollen sie nur was von ihm? Dritte Runde, Einzel 27,50. Hier. Eine Menge Bier, die du davon kaufen kannst. Davon lässt sich noch viel mehr kaufen. Für die Hälfte könnte ich dich zu einem netten kleinen Essen einladen. Wie wär's? Komm schon, Jennifer. Jeder braucht irgendwann eine Pause. Hm? Okay, pass auf. Gib mir eine Chance. Ja? Wenn ich es schaffe, den Rest der Karten im Karton zu versenken, dann gehst du mit mir aus. Das dürfte unmöglich sein. Nicht unmöglich, nur unwahrscheinlich. Was aber etwas anderes ist. Und? Na schön. Versuch es. Nick, bring es hinter dich. Ich hol dich ab. Oh Gott.
my land, the cool shady oh, oh my land. Dinner auf Flussfahrrad. War bestimmt schwer, einen Tisch zu bekommen. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dich wiederzusehen. Enttäuscht? Überrascht. Aber das ist dir immer schon gelungen. Oh Gott, damals, weißt du noch, Monte Carlo? Mhm. Wir haben es echt krachen lassen. Ja, unglaublich. Dann hast du nur noch verloren. Ja, dich aber nicht. Aber beinahe. Du hast es dem Schicksal überlassen wollen. Du hast einfach deine Karte rausgeholt und gesagt, wenn du irgendeine Karte außer dem Herzkönig ziehst, dann ist es zwischen uns aus. Aber wenn du den Herzkönig ziehst, dann sind wir dazu bestimmt, für ewig zusammen zu sein. Und? Ich hab den Herzkönig gezogen. Komm, geh mir ein Stück. Ich hab gesehen, was du mit Joel machst. Finde ich gut. Es ist nett von dir. Nett? Oh, nein, nein, nein. Ich bring ihm nur ein paar Sachen bei. Taktik, Zeichen. Zeichen? Wozu denn? Damit er auf dem Platz eine Chance hat. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast oder nicht, aber er ist nicht besonders. Hör mal, es tut mir leid, was mit dir und Johansson passiert ist. Es gibt eine Menge Leute, die der Meinung sind, dass du unfair behandelt wurdest. Nein. Ich habe es ja verdient. Ich habe die Beherrschung verloren. Ich war sauer. Eins ist mir klar. Einen Top-5-Spieler verprügelt man nicht so einfach. Nicht vor Kameras jedenfalls. Sie haben mich ganz schön fertig gemacht. Keiner wollte mehr was mit mir zu tun haben. Und dann kam die Verletzung. Warte. Tut mir leid. Entschuldige, ich kann das nicht. Was? Was meinst du? Nicht schon wieder. Die Lügen, die Spielchen, all das. Hey, wir sind füreinander bestimmt. Weißt du nicht mehr? Herzkönig. Jede Karte war eine Herzkönig-Karte. Du wusstest das? Ja. Wieso hast du dann... Weil ich damals 18 war. Und weil ich dir glauben wollte. Glaube mir jetzt. Bei dir raus. Das war wirklich ein schöner Abend. Aber in 4 Stunden beginnt wieder der Alltag. Gut, gehen wir gleich ins Bett. Hey! Ah! Dolores, neuer Hengst der Woche. Ich würde fast wetten, dass sie dich auch schon abgeschleppt hat. Wen? Mich? Hier ist mein Zimmer. Danke, Nick. Moment. Das war's schon? Für heute. Street.
zweiten. Hey, schon wieder. Du läufst mir vor die Füße, ja? Okay, verstehe. Ja, ja. Okay. Einfach geradeaus. Aber das stimmt fast nicht mit dem Spielplan. Ihr habt Joel für das nächste Match vorgesehen. Er hat sich gerade in einem dreistündigen Marathon den Arsch aufgerissen. Ich bin eben erst gekommen, ich wusste nichts davon. Und am Nachmittag ist alles schon voll? Kein Termin mehr frei? Da wollen die Sponsoren Haney sehen, weil das Fernsehen überträgt. Die Besseren kriegen die Vorteile. Das müssten Sie doch aber wissen. Ich hab's aber satt langsam. Das ist unfair, Bill. So ist nun mal das Leben. Besser, komm schon. Und nochmal, los. Schritt nach links und noch einen Schritt. Und rutsch. Gut, aber nicht verhängt. Alles klar. Der Typ hat nichts drauf. Für die Champions wird's wohl nicht reichen, was, John? Ich meine, es sind nur noch 2 Wochen. Du müsstest Wunder vollbringen. Okay, hör mal. Da du es nicht in die Champions schaffst, hab ich gedacht, ich besorg dir einen Job. Ein Freund von mir. Unten in Boca. Sucht Tennisspieler. Als Models für Klamotten. Verdienst ein bisschen Geld. Sag ihm einfach nur, du kommst von Brock. Hey, Brock. Wir sehen uns bei den Champions. Besser. Hey, Gil. Sieh dir das mal an. Robbins. Ein Junge auf dem Weg nach oben. Irons, du verdammter Mistkerl. Er hat ihn getroffen. Was für ein gewaltiger Schlag. Und Rogers kann den Ball nicht fangen. Er greift daneben. Wer sagt's denn? Na bitte, ich hab recht gehabt. Bis morgen, Nils. Hey! Ins Bett, ich bin müde. Niki, wo ist dein Schätzchen? Sie ist beim Abendessen mit irgendwelchen wichtigen Leuten. Jenny ist ein Workaholic. Wenn ich deine Freundin wäre, würde ich schön brav meinen Hintern hier sitzen lassen. Oh, bleib stehen. Jemand sollte dich nach Hause bringen. Irgendwer macht es schon. Ja. Nails? Ja, sorgt dafür, dass jemand den Wagen von Dolores zum Hotel zurückfährt. Mhm. Okay, komm jetzt. Vorsicht. Mhm.
Die Tür klemmt manchmal. Nee. Du schuldest mir einen Tanz. Wie wär's stattdessen mit einer kalten Dusche? Wenn du mich einsalbst? Nee, bloß einen Tanz. Nimm mich in den Arm, Nick. Ich bin hier draußen ganz allein. Jenny. Hi, Jennifer. Ich wollte Dolores nur zum Motel zurückbringen. Ja, natürlich. Warte mal. Es ist nicht so, wie du denkst. Wir haben nur getanzt. Und er wollte, dass ich danach unter die Dusche gehe. Nein, eine kalte Dusche, keine richtige. Moment mal, nicht doch, warte, Jenny. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich mit ihr ins Bett wollte, oder? Ich wollte ehrlich, jedenfalls nicht jetzt. Nicht jetzt, aber du hast schon mit ihr geschlafen. Nein. Ja, das ist aber schon ewig her. Bloß einmal, mehr nicht. Ich meine, das war nichts. Ich meine, es war ganz nett, wirklich. Ich fand es schön. Jen, was soll das? Das war vor 2 Monaten, da waren wir beide noch gar nicht wieder zusammen. Ich hab dich gefragt, ob du mit ihr geschlafen hast und du hast Nein gesagt. Du hast mich also belogen. Du hättest sie nicht anlügen sollen. Ich habe sie nicht angelogen. Das geht gar nicht. Ich habe nämlich nicht Nein, sondern gar nichts gesagt, wie du vielleicht weißt. 2 Wochen und du bist wieder bei deinen alten Tricks. Komm, Jenny, ich wollte sie nur zum Hotel zurückbringen. Sie kann nicht fahren. Du siehst doch, in welchem Zustand sie ist. Mir ist es egal, was du machst. Aber ich verschwende nicht meine Zeit mit jemandem, der mich nicht genug respektiert, um mir die Wahrheit zu sagen. Jenny, komm, ich respektiere dich doch. Erspar's mir. Dieses Gerede kenne ich schon. Lass mich in Ruhe. Der Typ ist schwerfällig, du musst den scheuchen, kapiert? Gewinne und wir beide fahren nach St. Petersburg. Sind die Spieler soweit? Fangen Sie an! 15-0. 6, 7 zu 5, 6 zu 4. Danke, gutes Spiel. Du hast es geschafft. Ich glaube, die Frauen fangen an, meinen Namen zu flüstern. In meinem Zimmer warten oder lieber da drin an der Bar? Bei dir natürlich. Candy, ich komme jetzt raus. Wenn du dich vielleicht umdrehen möchtest, dann... Little Angel, baby. Hast du Lust auf ein Match? Sweet as an apple.
About as sweet as an apple. Okay, Mr. Tennisman. It's showtime. But the sweet little girl don't care what in heaven happens to me. Oh, ich stehe auf Neulinge. Keine Angst, ich habe eine Freundin angerufen, als du unter der Dusche warst. Ich dachte, du willst vielleicht ein Doppel spielen. Was ist hier los? Gute Frage. Hey, es ist nicht das, wonach es aussieht. Halt's Maul, Irons. Pack deinen Kram zusammen, wir fahren nach Hause. Du sollst packen, habe ich gesagt. Gehen wir kurz raus? Warum? Gib mir eine Minute. Du bist in 15 Minuten startklar. Das mit dem Mädchen. Schlampe, ist mir scheißegal. Es geht um das hier. Das hier ist dein Werk. Stimmt's? Du hast dich nicht an unsere Abmachung gehalten. Stimmt's? Du siehst das falsch. Der Junge macht sich. Er hat's bis ins letzte Turnier geschafft. Mir ist egal, was er geschafft hat. Du solltest auf ihn aufpassen und ihm diesen Tennisschwachsinn austreiben. Damit er zu Hause bleibt und für dich rechnet. Und du machst die fette Kohle. Vater des Jahres. Ich weiß, was für meinen Sohn das Beste ist. Ach ja? Ja. Hast du ihn jemals gefragt, was er will? Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Glaubst du, ich will, dass er so endet wie du? Als ein abgefuckter Säufer, der in seinem Auto pennt? Joel wird für mich arbeiten. Na schön. Aber erklär mir wenigstens, warum du so scharf auf ihn bist. Willst du das wirklich wissen, Arschloch? Ja, sag's mir. Dann hör jetzt mal gut zu. Es geht hier um Geschäfte mit deinem Jahresumsatz von 20 Millionen. Und keinem Arsch kann man vertrauen. Weißt du, was der schlimmste Albtraum eines Buchmachers ist? Dass seine Mitarbeiter die Bücher frisieren und ihn bescheißen. Darum brauche ich Joel. Er kann mit Zahlen umgehen und er ist mein Fleisch und Blut. Das bestiehlt nicht seinesgleichen. Warum verbietest du ihm das hier? Ich meine, es ist doch bloß noch ein Turnier. Weil er keine Chance hat. Und deswegen nie bis ganz nach oben kommen wird. Er ist wirklich gut. In ihm steckt mehr, als du glaubst. Das ist Blödsinn und das weißt du. Blödsinn? Ich mach dir einen Vorschlag. Wir wetten beide, okay? Du bist doch Buchmacher. Und was willst du einsetzen? Das hier. Das. Die ist 10 Riesen wert. Das ist alles, was ich hab. Ich wette, Joel gewinnt das Turnier. Du hast sie doch nicht alle. Dein Geld interessiert mich nicht. Stimmt, habe ich vergessen. Geld hat man oder nicht. Es ist die Action. Der Kitzel. Dieser Kick, den man kriegt, kurz bevor man gewinnt. Na, was ist? Wie sieht's aus, Gil? Willst du darauf setzen? Wo ist der Haken? Kein Haken. Also, wenn Joel gewinnt, darf er mit seinem Leben machen, was er will. Abgemacht. Also gut abgemacht. Kein Wunder, dass du mal pleite bist. Wie kann einer nur so irre sein? In der ersten Runde Mr. Arlen Sanders aus Augusta, Georgia gegen Mr. Joel Robbins aus Miami, Florida. Sind die Spieler bereit?
Fangen Sie an. Gegner morgen. Brock Haney, Sie haben ihn noch nie geschlagen? Also hat Brock gewonnen? Ja, es war für ihn ein sehr leichter Sieg. Was sagen Sie zu den ungewöhnlichen Trainingsmethoden Ihres Coaches? Er soll Sie mit Frisbeeschreiben und Eiern... Ich muss mit Ihnen reden. Nicht jetzt, Farley, Sie es sehen Es muss doch. Jetzt sein. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Sie und Joel gegen Regel 356 der Spielordnung verstoßen haben. Sprechen Sie Klartext. Unter keinen Umständen ist es einem Trainer erlaubt, einem Spieler auf dem Platz durch Gesten oder irgendwelche Zeichen Anweisungen zu geben. Kommen Sie, Farley, kein Mensch hält sich daran. Die Hälfte der Trainer hier macht das. Ich habe Sie dabei gesehen und es gehört zu meinen Aufgaben, auf die Einhaltung der Regeln zu achten. Erstmal kann Joel wie vorgesehen im Finale spielen. Allerdings dürfen Sie sich während des Spiels nicht in der Nähe des Spielfeldes aufhalten. Anderenfalls wird Ihr Regelverstoß geahndet und Joel disqualifiziert. Und das ist Ihr Ernst? Es ist mein Ernst. Regeln sind nun mal Regeln. So ein Blödsinn. Das ist doch Ihr Werk. Ich lasse Ihnen gern, wenn Sie wollen, die Regeln von einem ATP-Vertreter erklären, Mr. Irons. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Tut mir leid, Mr. Robbins. Dale, hätten Sie einen Moment Zeit? Will Sie auch. Ja. Das warst du, hä? Was? Klar, wer denn sonst? Ich habe es nur dir erzählt. Niemand außer dir wusste es. Hör auf, was soll das? Ich würde nichts tun, was euch schaden könnte. Von wegen. Nick! Nick, das ist doch Wahnsinn. Dagegen müssen wir etwas tun. Du hast doch gehört. Aber ich kann nicht spielen ohne Sie. Ich habe nur gewonnen, wenn Sie dabei waren. Hör auf zu jammern. Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht ändern. Du musst weitermachen. Du wirst das Match morgen allein spielen. Gut, und Sie machen die Wette rückgängig. Was? Was für eine Wette? Ich habe sie neulich zufällig gehört. Ich fasse es nicht, dass mein Vater das getan hat. Er wollte dich damit bestimmt nicht verletzen. Aber Sie haben auf mich gesetzt. Das hat noch niemand bis jetzt getan. Komm, bild dir bloß nichts ein. Die Wette habe ich für mich gemacht. Auf dich laufen noch eine Menge Nebenwetten. Und wenn ich verliere, was ist mit der Goldmedaille? Ihrem Grundstück in Panama? Vergiss es. Was heißt vergiss es? Das heißt vergiss es. Wie können Sie das sagen? Das war doch Ihr Traum, oder? Na schön, okay. Willst du es wirklich wissen? Da gibt's bloß Guano. Guano? Guano. Vogelscheiße. Da gibt's nichts anderes als Vogelscheiße. Ich will überhaupt nicht dahin. Okay, jetzt weißt du's. Nick, tut mir leid. Hören Sie, was morgen auch passieren wird. Ich möchte... Kannst du mal ausnahmsweise aufhören zu reden? Du nervst nämlich. Komm mir nicht zu nah. Du atmest mich an. Nervös, hä? Kann ich verstehen. Das große Finale.
Alle sehen zu. Jagt einem ganz schön Angst ein. Geh an die Grundlinie. Na los, hörst du schwer? Geh. Okay, und jetzt leg dich auf sie rauf. Was? Tu, was ich dir sage. Okay. Jetzt zapple herum. Wie ein Fisch. Kommen Sie, das ist doch idiotisch. Tu es einfach. Hast du keine Badewanne? Du hast dich gerade auf dem Center Court total lächerlich gemacht. Jetzt kann's bloß noch besser werden. Okay, konzentrier dich. Nur so funktioniert's. Du musst alles um dich herum vergessen. Die hübschen Mädchen, die Zuschauer, einfach alles. Okay, noch was. Folgendes. Ich weiß, ich war nicht immer ein toller Trainer. Es tut mir leid. Schon gut, macht nichts. Und noch was. Vergiss nicht. Egal, was passiert, du bist eine Niete. Willkommen in St. Petersburg, Florida. Ich bin Fred Stolle und neben mir sitzt Cliff Drysdale. Die Spieler werden jeden Moment auf dem Center Court eintreffen. Es ist verdammt heiß hier am Tag des Finales. Und uns erwartet das Spiel des haushohen Favoriten Brock Haney gegen den Außenseiter Joel Robbins. Robbins hat überraschend das Finale erreicht und niemand traut ihm heute einen Sieg zu. Zumindest nicht, wenn man die Wetten anschaut. Die Linienrichter nehmen ihre Positionen ein. Alle hier sind bereit für das Finale der Satellitentour im wunderschönen Scofer-Vinoy-Ferienparadies in St. Petersburg, Florida. Und wir sind gleich wieder da, also bleiben Sie dran. Schönes Wetter für das große Match, ne? Hm? Könnte nicht besser ja, sein. Falls es eng wird, wissen Sie hoffentlich, was zu tun ist. Wie meinen Sie das, Mr. Counts? Wie ich es sagte, beim Tennis entscheidet oft ein Zentimeter, wer als Sieger den Platz verlässt. Ich verstehe Sie nicht ganz. Das tun Sie sehr wohl, jedenfalls wäre es besser für Sie. Sie verstehen schon, dass es hier nicht viele freie Arbeitsplätze für einen 45-jährigen Mann gibt, der eine Vorliebe für kleine Jungs hat, die er beim Duschen beobachtet. Ja. Nun ja, bauen Sie keinen Mist. Hey, Bill, viel Glück! Ja, danke. Die beiden Finalisten betreten in diesem Moment den Platz. Brock Haney aus Trenton, New Jersey und Joel Robbins aus Miami, Florida. Haney hat während der gesamten Tour hervorragend gespielt. Für die beiden jungen Männer steht heute eine Menge auf dem Spiel. Hey, Joel! Er ist bestimmt nervös. Mr. Haney hat die Wahl gewonnen und sich für den Return entschieden. Sind die Spieler bereit? Fangen Sie an. Fehler. Doppelfehler. 0,15. Sieht der Kleine nicht süß aus? Oh nein! 0,30. 0,40. Fehler. Doppelfehler. Spiel Haney. Haney führt 1-0 im ersten Satz. Robbins hat gar keine Chance. Das Spiel gewinnen. Noch ist es für den Modeljob nicht zu spät. Ja. 15-0. 30-0.
40-0. Spiel Haney. Haney führt 3-0 im ersten Satz. Ich wusste, dass das passiert. Oh Mann, ist das peinlich. Spiel Haney. Spiel Haney. Spiel Haney. Spiel und erster Satz an Haney. 6-1. Ich würde sagen, Haney macht Robbins nach allen Regeln der Kunst fertig. Er ist im Haus auch überlegen. Das erinnert mich an Johannesburg 65, als ich dich zur Schnecke gemacht habe. Aha. Und zum zweiten Satz werden wir uns natürlich pünktlich wieder zurückmelden. Spiel Haney. Haney führt 2-0. Hey, Cliff, sieh dir das mal an. Das gibt's doch nicht. Haney macht da unten seine Späßchen. Der Junge zieht gerne Show ab. Ja! Du hast dich gerade auf dem Center Court total lächerlich gemacht. Jetzt kann's bloß noch besser werden. Hey, das war ein verdammt guter Schlag von Robbins. Er scheint endlich aufgewacht zu sein. Nicht schlecht, noch so ein toller Schlag. 40-30. Unternehmen. Die Jungs werden sich noch verletzen. Ich bitte die Kameraleute, ein Stück zurückzutreten. Das Spiel geht weiter. Der Ball war im Aus. Sind Sie sicher? Der Linienrichter hat ihn gut gesehen. Ja, Mr. Robbins, der Ball war im Aus. Spielen Sie weiter. Vorteil Mr. Haney. War der nun drin oder nicht? Anscheinend nicht. Dale Farley, ein durchaus erfahrener Schiedsrichter, scheint sich seiner Sache sicher zu sein. Von hier oben sah der Ball gut aus. Allerdings sieht von hier oben auch meine Ex-Frau gut aus. Gleichstand. Außerhalb. Der Ball war im Aus. Vorteil Mr. Haney. Ja, aber sind Sie blind? Der Ball war im Einwall drin. Regelverstoß, Mr. Robbins. Ein Strafpunkt. Spiel Mr. Haney. Haney führt mit 4-2. Verstehst du das? Er wird beschissen. Toller Schlag von Robbins. Er hat einen Breakball. Schafft er den Break, ist er wieder im Spiel. Auszeit. Ein Ass. Gleichstand. Ich hatte meine Hand oben. Haben Sie das nicht gesehen? Der Aufschlag war korrekt, Mr. Robbins. Spielen Sie weiter. Sie legen ihn rein. Dieses Arschloch entscheidet gegen ihn. Selbst ich sehe das. Er bescheißt ihn. Dem hau ich die Fresse ein.
Zeitverstoß, Strafpunkt. Vorteil Mr. Haney. Spielen Sie, Mr. Robbins, oder Sie werden disqualifiziert. Noch 10 Sekunden, Mr. Robbins. Auf der Tribüne scheinen sich die Leute ganz schön aufzuregen, Cliff. Sie verdammte Schwuchtel, wie viel bekommen Sie von diesem Dreckskerl dafür? Verlassen Sie den Platz, der ist für Sie gesperrt. Sie verstoßen gegen die Regel 365. Was mache ich? Ich verstoße, sagen Sie? Hey, hören Sie das, Fred? Dieser Penner sagt, ich verstoße gegen eine Regel. Derselbe Arsch, der meinen Schüler die ganze Zeit betrügt. Ist das ein Haufen Scheiß oder was? Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Ich verlange, dass er wegen Regelverstoßes disqualifiziert wird. Er bescheißt den Jungen, weil er bestochen wurde. Disqualifikation. Spielsatz und Sieg, Haney. Klar, warum auch nicht? Anscheinend hat es Irons wieder mal geschafft. Joel Robbins wurde disqualifiziert, weil sein Trainer Nick Irons auf den Platz gekommen ist. Unglaublich, sowas habe ich bisher noch nicht erlebt. Dieser Irre hier hat das Finale ruiniert. Er sollte lebenslang gesperrt werden. Dann sollten Sie das auch, denn Sie haben das Gleiche getan, was er getan hat. Das Spiel geht weiter. Falle, schwingen Sie Ihren verdammten Hintern aus dem Stuhl. Augenblick, mein Herr. Er ist bereits disqualifiziert worden. Nicht von mir. Und als Turnierleiterin habe ich hier die Entscheidung zu treffen. Sie haben beide Zeichen gegeben, also sollte ich das Spiel abbrechen und beide Spieler disqualifizieren. Aber die können am wenigsten dafür. Das Spiel geht weiter, und zwar nach den Regeln des Davis Cup. Das heißt, beide Trainer können am Spielrand bleiben. Das Spiel wird von nun an fair sein, so oder so. Miss Hudson, für Ihre Zukunft sehe ich schwarz. Schöne Zukunft, für Sie zu arbeiten. Fangen wir an, Tommy. Sie übernehmen den Stuhl. Ja, ist gut. Okay. Ladies and Gentlemen, das Spiel wird fortgesetzt. Vorher gibt es jedoch eine 5-minütige Pause, in der der Center Court gereinigt wird. Jennifer! Danke. Wofür? Ich habe nur meinen Job gemacht. Und du? Warum warst du auf dem Platz? Ich wollte Joel helfen. Deinetwegen hätte er beinahe das Match verloren. Immer noch besser, als die Würde zu verlieren. Was weißt du denn über Würde? Ich habe meine Karriere dafür riskiert. Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Joe Hansen. Der Typ war verrückt. Er hat Geschichten über dich verbreitet. Was für Geschichten? Ist das wichtig? Ja. Er hat sich bei mir bedankt, dass ich nach dem Finale in Newport mit Nails die ganze Nacht durchgefeiert habe. Nur so hätte er erfahren können, wie super du im Bett bist. Und ich wurde gesperrt. Tut mir leid, aber das war nicht erfunden. Ich hab's nicht glauben wollen. Ich kann dazu nichts sagen. Schon gut. So ist das Leben. Time, Gentlemen. Wir liegen vorn, hörst du? Nur noch ein paar Spiele und lass deine dämlichen Mätzchen. Ja. Du machst das schon. Okay, los. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Es steht 4-2, Vorteil Haney. Mr. Haney hat Aufschlag. Spiel. Gleichstand. Gut so. Yeah!
Rainey. Ja! Spiel Robbins. Spiel und zweiter Satz an Robbins. 7-5. Ja! Robbins hat nunmehr mit Haney nach Sätzen gleichgezogen. Was für eine Leistung. Unglaublich. Freuen wir uns auf den dritten und alles entscheidenden Satz. Ich geb dir 9 Schläge. Halt das Tempo bei, aber Time, Gentlemen. Mach ihn fertig, du schaffst es. Glaub fest dran. Na los, komm! Es steht 4-3 für Haney. Ganz ruhig. Spiel Robbins. Hey, du hast ihn. Er ist fertig. Durchatmen, okay? Atme tief durch und weiter geht's. Time, Gentlemen. Du schaffst es. Robbins führt mit 6-5. Mach Tempo und konzentrier dich, verdammt. Keine Panik, mach ihn fertig. Du kannst das, los. Ja, gut, weiter so. Spiel Haney. Damit steht es 6-6. Es geht jetzt in den Tiebreak. Gut gespielt. Okay. Und was jetzt? Was soll ich tun? Was ist, Nick? Woher soll ich das wissen? Spiel Tennis. Jetzt wird es nochmal richtig spannend, denn alles entscheidet sich im Tiebreak. Den Tiebreak gewinnt bekanntermaßen der Spieler, der zuerst 7 Punkte hat, mit 2 Punkten Vorsprung. Ja! 1-0 für Robbins. Nicht langsamer werden! Für Haney. Ja. Für den Champion. Sehr gut. Klasse, ja. Haney schlägt auf zum Matchgewinn. Bloß noch ein Aufschlag und er hat die Satellitentour gewonnen. Du schaffst es, Joel. Den Aufschlag kriegst du, Joel. Los. Bleib ganz locker, Joel. Da ist alles drin. Lass dich nicht nervös glauben, Mann. Na komm, Brock. Zeig mir, was du drauf hast. Sechs beide. Schon auf, das Spiel ist noch nicht verloren. Weiter so, Joel! Ruhe, bitte. Komm schon, zeig's ihm, los. Ich glaub's
glaub's einfach nicht, dass er den verschlagen hat. Vielleicht der Fehler. Von wegen Fehler. Er hat die Hosen voll vor Angst. Und nun hat Robins Matchball. Der Champions League ist zum Greifen nah. Ja, komm schon! Mach ihn fertig, Joel! Sag's ihm, Joel! Ja, weiter so! Gib nicht auf, weiter! Gut so! Viel Glück, Joel! Gut so, Joel! Gewinnt mit 1:6, 7:5 und 7:6. Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Er hat's geschafft! Ein Wunder ist geschehen. In einem der spannendsten Finalspiele des Jahres wurde der bislang ungesetzte Joel Robins völlig unerwartet der Gewinner der Satellitentour. Oh Mann! Gutes Match. Schätze, du bist doch ein echter Kämpfer. Teufelskerl! Joel, tolles Match. Ein tolles Match. Danke. Weißt du, du hast mir heute etwas gezeigt. Die Chancen standen haushoch gegen dich. Aber du hast dich durchgesetzt wie ein Champion. Ich habe mich wohl in dir getäuscht. Du hast in diesem Sport noch eine große Zukunft vor dir. Am besten, wir reden morgen mal darüber. Mr. Cowens. Ja, Joel? Sie sind eine Niete. Nicht übel für einen, der eine Macke hat. Darf ich mal? Moment bitte. Joel! Joel! Du warst fantastisch, Junge. Ich bin wirklich stolz auf dich. Tut mir leid, aber ich wusste gar nicht, dass du so gut spielen kannst. Wir müssen ein paar Pläne machen für die Zukunft. Soll dieser Versager da weiter dein Trainer bleiben oder nicht? Meinst du das ernst? Ich meine das sehr ernst. Ja. Du hattest recht, Irons. Manchmal gewinnt auch der Außenseiter. Danke. Komm, mein Sohn. Wir haben noch einiges zu besprechen. Ich melde mich, wenn es soweit ist. Gute Arbeit. Hey. Gehst du weg? Ja, ich fange noch mal von vorn an. Das soll in Gesellschaft besser gehen. Oh, du und ich, Nick? Unmöglich. Nicht unmöglich. Unwahrscheinlich. Was etwas anderes ist. Weißt du was? Wir überlassen es dem Schicksal. Oh nein. Zieh irgendeine Karte. Außer den Herzkönig. Und wir bleiben ewig zusammen. Moment mal. Irgendwie ging das anders. Richtig. Ich habe das Zocken satt. Vor allem um das, was ich liebe.
Joel hat weitergespielt auf der Profitour. Natürlich habe ich ihn trainiert. Er hat seine Sache gut gemacht. Bei den French Open, Wimbledon, den US Open. Vor allem bei den US Open, wo die schönen Frauen deinen Namen flüstern. Yeah.